Servus Leute, heute bei Marshalls Hockey School weihen wir unsere neue Terrasse ein mit ein bisschen Stickhanding. Das ist der perfekte Weg, Terrasse einzuweihen übrigens, mit einigen Multitasking-Übungen. Diejenigen, die mir auf Instagram, Facebook folgen, wissen, dass ich ein Riesenfan von Übungen, wo man mehrere Sachen gleichzeitig machen muss. Das ist extrem gutes kognitives Training aus meiner Sicht, sehr gut fürs Gehirn. Und auch auf dem Eis muss man auch immer wissen, wo der Gegner ist, was passiert überall um mich herum und vielleicht auch gleichzeitig Stickhanding. Und deswegen finde ich diese Multitasking-Übungen so gut. Ich zeige euch einige, die ihr off-ice machen könnt. Und ich glaube, diesen Winter werde ich auch einiges on-ice zeigen. Legen wir gleich los. Erste Übung. Könnt ihr Tennisball nehmen. Ich jongliere gern, also nehme ich einfach eine Jongliertasche. Und was wir machen werden, ist mit eine Hand stickhanden. Übrigens, ich finde für solche Übungen ist ein Ball immer ein bisschen leichter zu handeln als einen Green Biscuit als Beispiel. Deswegen nehme ich einen Ball für die Übungen. Und wir werden einfach mischen mit einer Hand und den Ball hochwerfen und immer wieder fangen. Versucht in eurer Peripherie sehen, beide Objekte zu sehen. Also ich sehe aus dem Winkel meiner Augen immer noch den Ball unten am Boden und konzentriere mich eher auf den Ball, die hochwerf. Müsste nicht zu lang machen, das ist ein brutales Workout für der Vorhand hier auf der Seite. Und was wir als nächstes probieren werden, ist den Ball ein bisschen höher werfen, kurz 1-2 mischen und den Ball wieder fangen. Also sieht es dann so aus. Da ist es auch wieder wichtig, den Ball in der Luft zu schauen. Ihr entwickelt da ein sehr gutes Gespür auch für wo der Ball auf euer Schläger ist, weil auf dem Ball, der am Boden ist, könnt ihr euch nicht zu 100% konzentrieren. Probieren wir es ein paar Mal noch. Und natürlich, wenn es gut läuft, könnt ihr versuchen, ein bisschen mehr als nur 1-2 zu mischen. Sogar vielleicht 1-2-3. Es wird dann natürlich immer schwieriger. Ich probiere es mal aus. Oh, auf dem frisch gesäten Rasen. Nicht so gut. Einmal noch. Und ein letztes Mal. Und das sind ein paar Optionen. Jetzt machen wir es richtig schwer. Ich jongliere gerne. Ich habe es letztes Jahr auf Instagram gepostet, hat sehr viele Likes bekommen, hat mich riesig gefreut. Seitdem habe ich es nicht so oft geübt, aber ich werde versuchen zu jonglieren mit dieser Hand und zu stickhandeln mit der anderen Hand. Schauen wir, wie es läuft. Noch nicht. Immer noch nicht. Ah, da war es schon mal besser. Okay, das ist definitiv deutlich schwieriger, aber super lustige Sache, wenn du auch jonglierst, die du probieren kannst. Tue ich meine Jongliertaschen weg, nehme meinen Fußball, könnt ihr auch einen Basketball nehmen, wenn ihr wollt, und wir werden mischen, wie immer mit einer Hand und mit dem Fußball, mit der anderen Hand dribbeln. Sieht dann so aus. Diese Übung haben wir mit unseren Kindern im Verein probiert, in der U13. Das haben die relativ schnell gut hinbekommen. Hoppla, kommt der
kleines Stück Tennisball aus meinem Street-Hockey-Ball. Wie haben wir das noch? Und wenn das gut läuft, kannst du natürlich anfangen, dich zu bewegen mit dem Ball vorwärts und rückwärts oder im Kreis. Oder andersrum. Wo einige Spieler sich dabei schwer tun, ist, dass die nicht darauf achten, dass der Ball, der mit der Hand gedribbelt wird, wirklich auf eine Seite bleiben muss. Die dribbeln zu nah an ihren Schläger und dann passiert das. Und dann ist Schluss. Dann ist der Ball weg. Also wirklich darauf achten, dass der Fußball oder Basketball immer schön auf eine Seite ist und der Stickhandingball, euer Schläger, auf der anderen Seite ist. So, wenn das gut läuft, könnt ihr das gleiche machen wie bei den Jongliertaschen oder der Tennisball, die ihr hochgeworfen habt, dass ich den Ball ein bisschen fester auf den Boden hau, meine Hand auf dem Schläger tue und 1-2 mische. Probieren wir es so aus. Und dann können wir es noch schwieriger machen und das wird jetzt eine echte Challenge für euch werden, indem wir versuchen, die Hände zu tauschen, dass ich während des Stickhandlings den Fußball auf der anderen Hand bringe und meinen Schläger auch auf der anderen Seite bringe und umgekehrt Stickhandle und dribble. Das ist meistens auch andersrum eure schwache Seite. Das ist eine echte Challenge, aber wir probieren es aus. Und da habt ihr zwei Möglichkeiten, ich glaube, ihr habt es vielleicht sogar gesehen, ob ihr den Schläger unter den Ball bringt. Ich glaube, ich habe mich sogar ein bisschen schwieriger dabei getan. Ja, definitiv schwer. Oder ihr den Schläger über den Ball bringt. Und ich glaube, diesen Tausch ist definitiv leichter. Aber auf jeden Fall eine Herausforderung. Dann tun wir den Ball auf den Boden. Ich habe ein Video dazu gedreht, ist aber ewig lang her und alt, passt perfekt zu diesem Video. Wir aktivieren jetzt unsere Füße und werden mischen und auch gleichzeitig stickhandeln. Sieht denn so aus? Das kann ich relativ gut, also werde ich das versuchen jetzt mit einem Toe Drag, mein Lieblingsmove, zu machen. Und was ihr dann anschließend machen könnt, ist anstatt zu dribbeln mit dem Fußball, einfach immer drauf zu tippen. Super hervorragende und auch lustige koordinative Arbeit. Eine Übung auf der Terrasse hier haben wir noch. Jetzt, was wir machen werden, ist der Ball gegen die Wand kicken und gleichzeitig mischen. Und ich finde die Übung echt toll, weil erstmals, klar, muss in die Füße und die Hände brutale Koordination haben. Zweitens, wenn der Ball zurückkommt, ist es fast wie ein Gegner, der auf dich zukommt und du musst den mit deinem Ball bzw. deinem Puck ausweichen. Okay? So, probieren wir es aus. Bisschen fester kicken.
Ball auf dich zukommt, kannst du immer gleich davor vorbei Stick handeln. Als ob es wirklich dein Gegner wäre. Und du müsst einfach das Gefühl bekommen, wie fest müsst ihr den Ball kicken. Wie ihr gesehen habt, haben wir zu, wenn der Ball nur so zurückkommt, dann ist es ein bisschen lahm. Aber natürlich ist das ein bisschen schwierig auszudengeln. Jetzt haben wir eine Übung noch, aber dafür muss ich meine Inline-Stelle anziehen. Wir sehen uns gleich. So, letzte Übung auf der Straße. Zwei Bälle. Schwieriger wie auf dem Eis mit zwei Pucks. Ihr könnt auch dafür zwei Green Biscuits nehmen. Ist auch nicht so einfach. Und nicht jeder hat zwei Green Biscuits. Deswegen nehmen wir zwei Bälle. Und wir wollen die Bälle immer gleichzeitig in Bewegung haben. Und laufen damit. Zwei. Die aus. Ich probiere es mal aus. Das war's zum Multitasking heute bei Marcel's Hockey School für euer Sommertraining. Werde ich sicherlich was Online fürs Wintertraining machen. Solche Übungen machen Spaß. Überragend kognitives Training. Super für die Hände. Probiert die mal aus. Ihr werdet merken, dass wenn einmal ein Objekt weg ist, ist euer Stickhandling mit nur einem Objekt viel besser. Viel Spaß beim Üben diesen Sommer und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.